So, wunderschönen guten Tag. Wir haben im letzten Beispiel etwas Arithmetik im Printf gemacht, gell? Und wir wollen jetzt etwas weitergehen. Wir wollen ja nicht nur Werte in diese Ausdrücke schreiben, wir wollen Variablen schreiben. Gell? Ihr habt ja die Aufgabe bekommen, ja, nicht nur die Addition hier zu probieren, sondern auch die anderen arithmetischen Operationen, gell? Also die vier grundlegenden arithmetischen Operationen dann auch an einem Beispiel auszuführen. Gell? So, jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und wir wollen dieses Beispiel machen, indem wir diese Werte, die wir ja mehr als einmal verwenden, dann auch in eine Variable schreiben wollen. Gell? Und ja, die Variablen, ihr kennt Variablen aus Java. Gell? In Java gibt es dann auch komplexe Dinge, wie zum Beispiel Objekte. Gell? Also Objekte gibt es in C nicht. Gell? Also in C ist eine Variable dann einfach ein Ort im Speicher, in dem wir dann unsere Zahlen oder andere Dinge abspeichern können. Und das Feine daran ist, dass dieses Konzept der Variable die Komplexität der Arbeit mit dem Speicher für uns Programmierer etwas versteckt. Weil wenn wir an den Z80 denken, dort mussten wir jedes Mal eine Variable, also einen Speicher verwenden. Dort muss man sagen, ja, im Speicher an der Stelle so und so, dort gehe ich jetzt lesen oder dort gehe ich schreiben oder so, gell? Und mit dem Variablenkonzept haben wir in der Hochsprache dann ein Konzept, wo wir dann einfach einen Namen verwenden können, gell? Also anstatt eine Adresse dann irgendwo festzulegen, wo wir etwas speichern, können wir einen Namen verwenden. Und das ist schon eine feine Sache, gell? Also, ich weiß nicht, was feiner ist, aufs Go-To verzichten, gell? Also das, was der Dijkstra gesagt hat, oder darauf verzichten, alles mit Adressen zu machen und dafür die Variablen bekommen zu haben, gell? Also, die Variable ist sicherlich ein sehr tolles Konzept der Hochsprache, gell? So, und was wollen wir da schauen, gell? Also ja, da ist ein Beispiel, wo sie da ein paar Sachen rechnen und wir wollen das auch machen, gell? Und wir wollen einfach die nächste Generation unseres Programms machen, wollen aber die Operanden zuerst mal vom Benutzer eingeben lassen, gell? Dafür müssen wir was machen. Wir müssen eine Variable anlegen, gell? Und zwar, ja, wir werden zwei brauchen, gell? Also bei unseren grundlegenden Operationen brauchen wir zwei Variablen. Wir haben immer zwei Operanden und wir müssen ihnen einen Namen geben, gell? Okay. Und hier schreiben sie einfach A und B, gell? Also das ist genau so, wie man es nicht unbedingt machen sollte, gell? Normalerweise sollte man Namen verwenden, die auch etwas aussagen. Gell? Okay, also ja, würde jemand sagen, Summand 1 oder Summand 2, gell und so, gell. Aber das ist natürlich umständlich, gell. Und wir ja, als Programmierer nehmen dann oft so kurze Sachen A und B und C, gell, oder bei Schleifen, gell, verwendet man da gerne I und J und K und so, gell. Also das später, wenn man dann die Sachen vielleicht wieder lesen soll und verstehen soll, dann ist es schwierig, wenn man so Namen für Variablen hat, die nichts aussagen, gell? Aber ja, also die richtige Vergabe der Bezeichnernamen ganz im Allgemeinen, egal ob das Funktionsnamen oder Variablennamen oder Konstanten oder was sind, ist keine leichte Aufgabe. So, wie funktioniert es mit dem Erzeugen der Variablen? Variablen haben immer einen Typ, gell? Also typenlose Variablen gibt es eigentlich nichts, gell? Also naja, es gibt eine Ausnahme. Es gibt einen Zeigertyp in C und dieser Zeigertyp, dem kann man sagen, dass es ein Void-Zeiger ist und Void ist nichts, gell, aber es ist trotzdem ein Zeiger, gell. Aber das ist dann eine Sache, die sehen wir dann ein bisschen später, gell, aber das gibt eine Ausnahme, gell. Aber das ist auch C und das hängt dann auch da mit dieser Hardware-Nähe von C zusammen. Normalerweise hat aber eine Variable immer einen Typ.
Und das schreibt man so hin, wie man das auch in Java hinschreibt. Gell? Also, die Variable erzeugen wir, indem wir zuerst den Typ hinschreiben und dann schreiben wir den Namen hin. Es kann eine sein oder mit Beistrich getrennt können wir mehrere Variablen gleichzeitig hier erzeugen. Gell? Und ja, das mit Erzeugen, das ist sehr allgemein, geil. Also da müsste man sagen, wir deklarieren sie, wenn wir ihr nur einen Namen geben. Geil. Also Deklaration, sie bekommt nur einen Namen, sie hat aber noch keinen Speicher. Geil. Wenn wir aber das machen, geil, also int a, b, c in dem Fall, geil, dann ist das die Deklaration und die Definition zugleich. Weil in dem Moment, wenn wir das machen, dann bekommen A, B, C auch den Speicher, um dann etwas ablegen zu können. Gell? Warum dieser Unterschied? Deklaration. Also Deklaration gibt uns nur bekannt, dass es diese Variable gibt. Und nur zu wissen, dass es die Variable gibt, erlaubt uns in dem Moment noch nicht mit ihr zu arbeiten, gell? Aber es gibt Situationen, wie zum Beispiel beim modularen Programmieren, gell? Wenn ich wissen muss, dass es also drüben im anderen Modul, nicht in meinem, im anderen Modul, eine Variable mit einem speziellen Namen gibt, die ich dann verwende, gell? Das ist zwar nicht die feine Art der Programmierung, aber es geht, wenn dass ich auf die Daten vom anderen zugreife, vom anderen Modul. Dann muss ich sagen, dass es die Variable existiert, das ist die Deklaration. Gell? Aber das ist eher die Ausnahme. Gell? Also normalerweise macht man sofort die Definition der Variable. Gell? Und die Definition macht man, indem man einfach den Typ hinschreibt und dann den Namen. Gell? In dem Fall ist es ein Integer-Typ, also ein ganzzahliger Typ, sehr oft 32 Bit, also 4 Byte groß. Gell? Es gibt dann auch Architekturen, wo es eben nicht 32 Bit ist in C, sondern 16 Bit, gell? Also das gibt es auch, gell? Also nur um zu sagen, gell? C, diese hardwarenahe Sprache, gell? Bei der man nicht immer weiß, was man in der Hand hat, gell? Mhm. Okay, also so gehen wir eine Variable erzeugen, gell? Wir nehmen es mal mit, gehen wir nicht hierher, sondern hierher, und jetzt will ich unser Programm etwas verändern, gell? Mhm. So, also, das war unser Programm, gell? Und ja, das, auch den Kommentar können wir gleich löschen, den brauchen wir nicht mehr. Mit DD habe ich das jetzt gelöscht, gell? Insert, so, und Shift-Ctrl-V. In der Konsole habe ich zwei Variablen definiert, gell? Also das ist die Definition zweier Variabler, gell? Also was wissen wir? Wir wissen da den Typ, gell? Vom Typ int, gell? Ja, und eben mit den Namen A und B, gell? So, und um jetzt die Variablen zu füllen, könnte ich eine Zuweisung machen, gell? Also A ist gleich 1, gell? B ist gleich 2, so, und jetzt kann ich hier unten rechnen, und anstatt dass da, ja, so mit den Konstanten, gell, mit den Werten hier, kann ich hier die Variablen setzen, also ich erzeuge einen Ausdruck, in dem nur A steht, den Ausdruck, in dem nur B steht, und den Ausdruck, in dem A plus B steht. So, ja, schauen wir mal, ob das funktioniert, gell? Gehen wir mal. So, jetzt haben wir hier, wir sind im gleichen Verzeichnis wie beim ersten Beispiel, wenn wir make machen, gell? Dann geht er mir nicht meines hier ja, kompilieren, sondern das andere, gell? Und wenn ich das jetzt mal mitnehme, also markieren, Shift, Ctrl, C und gehen wir ins Make-File, dann haben wir ein Problem. Wir haben kein neues Verzeichnis gemacht. Wie machen wir das? Weil wenn ich jetzt da ein langsam, so, Insert, so, also, wenn ich jetzt einen neuen Abschnitt erzeuge, gell, dieses printf-arit mit Variable, gell,
dann kann ich hier erklären, gell, Tabulator GCC minus O, so, zuerst das Programm und dann das, ja, der Quellcode, gell. Ja, also wenn ich jetzt da Make aufrufe, gell, was passiert? Gar nichts. Er sagt mir, printf arid ist aktuell. Ja, recht hat er. Printf arid ist auch aktuell. Aber ich wollte ja das hier erzeugen. Gell? Aber das hier ist ein weiterer Abschnitt, eine weitere Regel. Gell? Und diese Regel ist nicht verbunden mit meinem ersten Abschnitt. Gell? Was könnt ihr machen? Ihr könnt hier dieses Kompilat dort oben in die Abhängigkeit hängen. Nicht die feine Art. Was macht man manchmal, wenn man ein Makefile hat und man hat zwei Programme im gleichen Verzeichnis? Gell? Dort können wir das auch so explizit angeben. Gell? Also, jetzt müsst ihr da hinschreiben: printfarid Variablen. Gell? So. Jetzt hat er es gemacht. Ich kann also das Makefile unter der Angabe eines Ziels dann verwenden. Gell? Also Make und das Ziel und dann sucht er den Abschnitt mit diesem Namen. Gell? Okay? Also im Makefile. Wir haben also nicht das erste jetzt ausgewertet, gell? Sondern eben den zweiten Abschnitt. Gell? So. Um jetzt zu vermeiden, dass der Benutzer das immer machen muss, gell, kann man Folgendes machen. Man erzeugt einen Pseudo-Abschnitt und dieser Pseudo-Abschnitt macht nichts anderes, als die einzelnen Ziele anzugeben, die durch den Build-Prozess dann verarbeitet werden müssen. Und wenn ich hier zwei Ziele habe, weil ich zwei Programme im gleichen Verzeichnis liegen habe und beide sollen dann eben erzeugt werden, wenn man Make aufruft, gell, dann mache ich zuerst irgendein Bezeichner, oft steht All, gell, und dann gebe ich die Ziele an. Und was passiert? Wenn ich Make aufrufe, was ist der erste Abschnitt? Das All, gell, dieses da. Gell, und was macht er? Er schaut, ah, da gibt es diesen Abschnitt, dann geht er hinunter, gell, und wird diesen Abschnitt hier interpretieren, auswerten und gegebenenfalls dann die Aktivitäten, die Tätigkeiten ausführen, die darunter stehen, gell. Dann geht er hier zum printf arid, gell, und macht dasselbe hier, gell. Es wird also künstlich ein Baum der Abhängigkeiten erzeugt, indem man in der ersten Zeile die Wurzel angibt, gell, und das ist das All. Was wird denn das All für Tätigkeiten dann haben? Keine, gell, also das All selbst hat keine Befehle auszuführen, aber die von ihm abhängigen Abschnitte sehr wohl, gell. Und wenn wir jetzt das mal so, gehen wir es neu abspeichern, das und dann das andere ist das printf arid mit variable.c. So, und das gehen wir auch neu abspeichern. Und wenn wir jetzt Make schreiben, dann werden beide kompiliert, gelinkt, alles gemacht, was dazugehört. Und wenn wir jetzt schauen, dann haben wir zwei Programme, gell? Und das printf arid mit Variablen, so, was passiert? 1 plus 2 ist 3, gell? Das stimmt. Und Punkt C. Und jetzt haben wir aber noch einen Schritt, und zwar haben wir noch keine Werte eingelesen, gell? Wir haben sie ins Programm geschrieben, gell? Um eine Eingabe zu machen, gibt es eine Funktion, das ist die Funktion scanf. Gell, die Funktion scanf erlaubt es mir, einen Wert von der Konsole zu lesen und in die angegebene Variable zu schreiben. Gell, also eine Eingabe zu machen. Was ist dabei wichtig? Scanf muss einen Format-String erhalten, gell? In dem Fall schreiben Sie hier %d, gell? Wir könnten auch %i schreiben. Und anschließend brauchen wir die Variable. Aber jetzt wird schon kritisch, wir brauchen nicht die Variable, sondern wir brauchen die
Adresse der Variable. Gell? Und die Adresse der Variable bekommen wir, indem wir diesen Adressoperator, dieses Ampersand vor die Variable schreiben. Gell? Weil wenn wir ihm nicht die Adresse geben, sondern einfach nur die Variable, dann würde der Scanf den Inhalt der Variable bekommen. Aber der Inhalt der Variable ist ja nicht das, was Scanf braucht. Scanf braucht die Adresse der Variable, um dann in die Variable etwas hineinschreiben zu können. Und zwar die Eingabe. Gell? Also immer erinnern, wir brauchen hier die Adresse der Variable. Gell? Und das wollen wir dann mal machen. Gell? Wir wollen also das da ergänzen, so, und machen dann ein printf. Gell? Also was geben wir denn aus? Also bitte erstes Argument eingeben, so, und dann machen wir das scanf, und dann wollen wir eine Ganzzahl lesen, gell? Und wo soll die hin? Die soll dorthin, wo die Variable a ihren Speicher hat, gell? Also müssen wir die Adresse der Variable übergeben, gell? Okay, also wir übergeben dem scanf die Adresse der Variable a. Okay, ja, dann wollen wir das mal machen, gell? So, escape, Doppelpunkt, right und quit, ein make, es wird neu kompiliert, gelingt, alles was dazugehört. Und schauen wir mal. Ah, das erste Argument. Geil. Was macht man? Machen wir 5. So, 5 plus 2 ist 7. Geil. Ja, das wollen wir jetzt machen. Wir wollen jetzt also nicht nur das erste Argument, auch das zweite Argument einlesen. Und dann wollen wir die arithmetischen Operationen auf all diesen Argumenten ausprobieren. Geil. Ja, gute Arbeit.